Das Motiv für die schreckliche Tat ist immer noch unklar. Vermutlich handelt es sich um eine Beziehungstat, denn Täter und Opfer waren verheiratet. Anwohner alarmierten gestern die Polizei, nachdem sie Schüsse auf der Straße gehört hatten. Die Ehefrau ist gerade mit dem gemeinsamen 13-jährigen Sohn spazieren, als der nach ersten Informationen getrennt lebende Ehemann vom Beifahrersitz aus einem Auto steigt und auf sie schießt. Mit schwersten Verletzungen stirbt sie kurz darauf in der Klinik. Ihr Sohn erleidet einen Schock. Was jetzt mit dem Sohn passiert, das wird über das Jugendamt geregelt. Der Ehemann und auch der Fahrer, der Bekannte, sind erstmal in Gewahrsam genommen worden. Am heutigen Tage werden sie dem Haftrichter vorgeführt. Die Frau, die verstorben ist, die wird am heutigen Tage untersucht und da erhoffen wir uns natürlich auch weitere Hinweise auf die Todesursache. Gleich nach der Tat stellte sich der 54-Jährige der Polizei. Wenn wir aber nun mal wissen, dass der Ex-Mann diese Tat begangen hat, sie ursprünglich aus Chemnitz kommen und die Frau vorübergehend hier in Heide wohnt, ist es wohl recht wahrscheinlich, dass Streitigkeiten in der Ehe oder auch die Trennung ursächlich sein können. Die Statistik solcher Fälle ist erschreckend. Laut BKA wird fast jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Im konkreten Fall in Heide sucht die Kriminalpolizei jetzt nach dem Motiv für die Tat.